Herr Kortner, Sie gelten als ein schwieriger, für viele als ein unbequemer Regisseur. Andererseits und trotzdem haben Sie ein ganzes Kortner-Ensemble sozusagen quer durch Deutschland. Es spielen immer wieder und sehr gerne bestimmte Schauspieler wie Maria Wimmer zum Beispiel, wie Martin Held, Kurt Bois und noch verschiedene andere. Wie erklären Sie einerseits diesen Ruf der Schwierigkeit, den Sie haben, und andererseits trotz dieses Rufes die Schauspielertreue, die Ihnen da so anhängt? Ja, vielleicht finden Sie selbst die Antwort, wenn Sie die Gegenliste machen. Also Sie nannten da Namen wie Wimmer, Held und Bohr und wahrscheinlich gibt es da noch eine ganze Schröder Reihe. Schröder und Henniger. Aber ich muss sagen, ja, ich würde mich weigern, die Gegenliste aufzumachen. Würden Sie die Gegenliste aufstellen, würde sich die Antwort sozusagen geben. Nicht wahr? Als Resultat, man würde erkennen, nicht wahr? Also Held und Schellow und Bohr und Henninger und diese Leute würden ja also das, was man mir nachsagt, nicht erdulden und es wiederholen wollen, nicht wahr? Ja. Das also ist ja unlogisch. Also da muss irgendeine falsche Information durch die Öffentlichkeit geflüstert worden sein. Nicht wahr? Gott, es ist ja doch viel und Unfreundliches über mich gesagt, manchmal auch Freundliches. Ja, Herr Kortner, vielleicht ist der Ausdruck unbequem schlecht, aber Sie sind ohne Zweifel ein sehr intensiver Regisseur, ja, und intensiver als, ja, manche andere. Wenn ich zurückdenke in der Zeit, als Sie sozusagen Ihre erste große Karriere in Deutschland begannen, ja, das ist nun schon fast 40 Jahre her, zumindest 30 Jahre her, da waren Sie in Berlin schon auf der Höhe. Ich habe im Rückblick, ich habe es selbst nicht ganz miterlebt, aber doch immer den Eindruck gehabt, als ob damals das Theater interessanter war, als ob es überhaupt intensiver betrieben wurde. Intensiver, ja. Nämlich, und das scheint das Dilemma zu sein, dass sich die Arbeitsmethoden von damals auf heute übertragen will. Nicht wahr? Und das heute sind die Arbeitsmethoden andere geworden, als wir sie damals hatten. Arbeitsstunden, was ich Arbeitsstunden betrachte, sind Überstunden geworden. Anstrengung ist Überanstrengung geworden. Und natürlich bei diesen verschiedenartigen Maßstäben, nicht wahr, des Einsatzes, kommt es natürlich zu Schwierigkeiten, dass also die Leute sich überfordert fühlen. Es ist also heute organisierter, oder die Schauspieler haben mehr zu tun als damals? Ja, nicht nur die Schauspieler sind natürlich zu sehr in Anspruch genommen, sind Mangelware geworden. Sie sind aufs Theater kaum mehr angewiesen. Es ist also eine Freundlichkeit von ihnen, wenn sie noch Theater spielen. Sie sind durch das Fernsehen, also was wir gerade hier machen, sehr in Anspruch genommen. Und ich weiß ja, das ist eine abgedroschene Sache. Filme etc. etc. Und sie sind also ist ein rentabler Beruf geworden. Aber es scheint doch nicht mehr so viel Freude dabei zu sein. Ich nehme an, und ich habe das Ihrem Buch Aller Tage Abend entnommen, dass Sie zum Beispiel viel mit Brecht zusammengearbeitet haben, ja, in den 20er Jahren, obgleich Sie ja nun wieder am Staatstheater war, ja, wo Brecht nicht war, nicht an seinem Theater. Brecht hatte damals noch kein eigenes Theater, aber er wurde überall aufgeführt. Also es kam immer zu diesen zwei, drei Aufführungen. Und dann war es aus, nicht? Ja. Mit Ausnahme der Drei-Groschen-Oper. Und die Beratung untereinander, die Arbeit noch außerhalb den Proben, war ungeheuer intensiv. Also man beriet miteinander, Brecht nahm leidenschaftlichen Anteil an dem, was wir am Staatstheater machten. Ich nahm ebenso leidenschaftlichen Anteil an dem, was der Brecht machte, was Engel machte, zum Beispiel in der Drei-Groschen-Oper. Gab es eine Krisenwoche während der Proben, wo sie also an das Stück nicht mehr glaubten, an die Probenarbeit nicht mehr glaubten. Und mir wurde die Ehre zuteil, ich wurde herangeholt und sollte eigentlich entscheiden, ob man dieses Stück absetzen sollte. Ich habe mir das Ganze angehört, ich saß da allein im Zuschauerraum wie Ludwig II. Und hörte mir also diese Drei-Groschen-Oper an, und es dauerte ungefähr 7 Stunden,
Nicht wahr? Diese ungeheuer zeitraubende Einschalten von Dekorationswechsel. Immer wenn ein Song kam, der auch mit Klingeln und Geläute, ja, der Beginn eines Songs eingeläutet wurde, nahm also unendlich viel Zeit. Und dann war es also auch nicht gestrichen. Also ich sagte das nachher und sagte also das mit dem Dekorationswechsel, immer wenn ein Song beginnt, dass da eine andere Dekoration erscheinen muss und das geklingelt und geläutet werden müsste, das schien mir doch sehr zeitraubend, ja, und lähmend. Und Brecht war das nun eine Stilidee, nicht wahr, ein Dogma. Der Engel war sehr dagegen und war also sehr beglückt, als ich da nun auch dagegen sprach. Also es fiel aus. Ja. Es wurde dann noch viel umgeschrieben, wir beteiligten uns alle dran. Und dann wurde also die Drei-Groschen-Oper der Erfolg, der es heute noch ist, nicht wahr? Und zu der Zeit probierte ich den Ödipus am Staatstheater, beide Teile, ich war der Ödipus, nicht wahr? Und Jessner inszenierte. Und nahe der Generalprobe, es muss die erste Kostümprobe gewesen sein, bemerkte ich, wenn immer ich einen Monolog begann, veränderte sich die Dekoration und es klingelte. Ja. Also ich wusste nichts damit anzufangen, es störte mich sehr und schließlich und endlich unterbrach ich die Probe und sagte, was ist hier eigentlich los? Warum wird da also fortwährend geklingelt und Dekorationen verschoben? Und ich guckte in den Zuschauerraum und sah also die Brechtsche Ledermütze und wie er gerade fluchtartig den Zuschauerraum verließ. Er hat nämlich diese, wie er mir später dann sagte, das Klingeln, das ich ihm in der Drei-Groschen-Oper weggenommen hatte, wollte er mal ausprobieren in der Ödipus-Vorstellung. Ja. Nun ja, es war auch nur ein ungeheures Interesse an der Sache. Es wurde natürlich nicht geklingelt. Nein. Es war aber ein Geben und Nehmen, das heute nicht mehr da ist. Herr Kortner, Sie sind als Schauspieler letzthin allzu wenig hervorgetreten. Sie haben den Krapp in Becketts letzten Band in München zuletzt gespielt, aber davor lange nichts mehr. Meiden Sie die Bühne? Wollen Sie nicht mehr spielen? Wollen Sie nur noch inszenieren? Ja, also ich meine, das Regie führen erscheint mir doch am Theater das ausgiebigere, geistig ergiebigere zu sein. Also es interessiert mich mehr als Theater. Ich würde schon ganz gern spielen, aber so gelegentlich, wie es sich das praktische Theater kaum leisten kann. Ist es kräftesparender zu inszenieren? Nein, oder ist das keineswegs. Umgekehrt, ja, natürlich. Kräftesparend ist nichts am Theater, außer wenn man sich mit dem Betriebstheater identifiziert, dann spart man ungeheuer viel Kräfte und verdient viel Geld. Aber dann wären die Aufführungen wahrscheinlich nicht so gut, wie wenn man sich aufregen würde. Herr Kortner, Sie inszenieren heute im Grunde ganz anders, als Sie selbst vor 30 Jahren noch gespielt haben. Damals waren Sie der Vertreter eines vitalen Expressionismus unter Jessner, könnte man es nennen. Ja. Sie waren wie eine Stichflamme, während Sie heute eigentlich mehr zu einem, nun, ich möchte sagen, zu einem ausführlichen Realismus hintendieren. Ja, also da steht ein kleiner Irrtum. Damals, also schon vor der Hitlerzeit, lange bevor, haben wir in Berlin den also jessnerschen Expressionismus, und auch Martin hat da mitgemacht, als beendet empfunden. Wir gerieten ins Trockene, nicht wahr, und konnten nicht weiter. Ich erinnere mich an eine Aufführung von Gespenstern, in dem ich den Oswald spiele, das klingt heute fast unglaublich. Ich habe sie sogar noch gesehen. Aber nein, ja. Und der Engel inszenierte das, Erich Engel, und während der Proben war er sehr kritisch mit meiner Leistung und Leistungsversuche. Und eines Tages erklärte er mir, rigoros und unerbittlich, wie er war, dass er fände, dass ich also nicht mehr schaffe und aus dem Vollen schaffe, sondern einfach Erfolgsausdrucksdinge, die mir also zu großen Erfolgen verholfen hatten, kopiere. Also ich kopiere mich selbst.
ist furchtbar. Eine deutliche Kritik, eine sehr böse Kritik, eine radikale Kritik. Eine ganz radikale, ich würde mich nicht wagen, eine solche Kritik an irgendjemanden heute so vernehmlich zu üben, wie der Engel damals bei mir es getan hat. Ich merkte sofort, als er es sagte, dass er recht hatte. Umso schlimmer, ja. Also schlaflose Nacht und all dergleichen, nicht nur Nervenzustände. Aber es half mir ungeheuer und ich bin ihm heute noch dafür dankbar. Und Sie sind da auf einen Realismus hingekommen, der also eine gewisse Ausführlichkeit zum Inhalt hat? Also eine Abkehr vom Expressionismus, von der bloßen Steigerung, nicht wahr? Von dem krassen Wortkaskaden, die also vieles unterschlug, nicht wahr? Das Subtile, das Menschliche, das Kreatürliche. Zwischentöne. Zwischentöne wurden also einfach ausgemerzt und unterbrecht. Attacke und Ironie, die können Sie sich ja vorstellen, also er erklärte uns 4 Gipsfiguren und wir gehörten ins Museum, was ich auch dann schließlich einsah und da wollte ich nicht hin und so einigten wir uns auf das, was dann als Brecht-Stil bekannt wurde, woran Engel sehr viel mitmachte, also auch ich, und es war eigentlich eine Wiederaufnahme, eine neue Orientierung am Kreatürlichen, am Menschlichen, denn das Theater, immer wieder läuft Gefahr, dass das Theater sich am Theater orientiert und nicht am Menschlichen und am Kreatürlichen. Und das war eigentlich das, was wir vor der Hitlerzeit schon unternahmen. Also wenn ich jetzt so inszeniere, wie ich inszeniere, was Ihnen ja manchmal gefällt, manchmal auch nicht, aber immerhin, wenn ich so inszeniere, ist das eigentlich die Fortsetzung dessen, was wir damals nach dem Expressionismus gemacht haben. Und mit diesem Realismus, wie man ihn immer nennen will, mit diesem neuen Realismus, den Sie dort gefunden haben, ist da auch das absolut moderne Theater? Ist da auch, was man heutzutage das absurde Theater nennt? Ja. Ist das Theater von Beckett, Sie haben Beckett inszeniert, damit einzufangen? Ja, also ich glaube, dass man das absurde Theater, das abstrakte Theater als Theatermann, als Regisseur, als Schauspieler nicht nochmals abstrahieren darf. Es bleibt dann zu wenig Substanz. Ich habe es jetzt erlebt, als ich also das letzte Band spielte in München. Ja. Ich habe entdeckt, dass das eine schwermütige Liebestragödie ist. Nicht? Ich habe entdeckt, dass der krankt an unerfüllter Liebesglut. Ja. Und es wurde tatsächlich ein populärer Erfolg. Es wurde ein großer Erfolg. Ja, aber auch ein populärer. Es ging den Leuten ein. Ich habe also mich sehr realistisch und ausgesprochen benommen. Nicht? Ich habe also keine Mördergrube aus meinem Herzen gemacht und ich gezeigt, dass da ein Herz dahinter stand, nämlich ein liebendes. Und ich weiß nicht, der Beckett, ob er damit einverstanden ist. Es wurde aufgezeichnet, Sie werden ja Gelegenheit haben, und auch er, vielleicht protestiert er nicht. Aber es führte also zu einem wirklichen populären Publikumserfolg, der also wieder aufgenommen wird, wenn ich nach München. Und ich glaube geradezu, dass durch diesen Stil auch wirklich das absurde Theater, wie Ionesco es gebracht wird, oder Odiberti, dass man damit viel leichter an die Sache herankommt. Sie meinen doch auch, dass also dass man das noch einmal stilisiert, das schon Stilisierte. Das tötet wahrscheinlich das, das nimmt dem Theater die Substanz, also meiner Meinung nach. Das wäre völlig falsch. Ja, ich bin bei Godot sehr gut dabei. Die Leute haben auch immer noch das Empfinden gehabt, es sei also nicht Realismus, also magischer Realismus oder sogar Surrealismus, was ja auch mit Realismus sehr viel zu tun hat. Ja. Herr Kortner, Sie haben Ihre große erste Karriere in den berühmten 20er Jahren gehabt und es wird uns immer etwas schwummerig, wenn wir an die großen Schauspielernamen denken, die mit Ihnen und neben Ihnen auf der Berliner Bühne standen. Finden Sie das Schauspielerpotenzial in Deutschland
viel geringer, als es damals war? Oder ist da kein so großer Unterschied, wie man denkt? Erst einen Schluck Wein trinken. Ja, das sollen Sie. Das ist eine schwere Frage. Das ist eine schwierige Frage. Es ist gar kein Zweifel, dass in den letzten Jahren Schauspieler aufgetaucht sind, die das Zeug haben, große Schauspieler zu sein, wie es damals in den 20er Jahren, ich meine jetzt Bassermann und Mäuschen und Kraus und wie sie alle hießen, es war ja eine wirklich erstaunlich große Reihe von großen Schauspielern. Diese neuen Erscheinungen haben es schwer, weil also der große Schauspieler ja kein Tagesprodukt ist, sondern ein Resultat einer langen Entwicklung. Bassermann ging die ganze Naturalismus des Brahms durch und dann den gesteigerten Realismus des Reinhardt. Ja, er machte sogar noch den Expressionismus am Staatstheater mit. Er spielte ja den Tell in der damaligen Expressionismus. Und es ging außerordentlich, meiner Meinung nach. Denn er füllte oftmals die tönende Leere des Expressionismus mit seinem also doch ungeheuerlichen Menschentum aus. Ja. Und das tat der Aufführung wohl. Nicht? Er hatte damals keinen Presseerfolg. Sie hatten den größeren als Gessler. Ja, aber mit einem sehr schlechten Gewissen. Mit einem schlechten Gewissen. Und ich glaube, dass die Presse sich geirrt hat. Das kann vorkommen. Mal vorgekommen, aber längst. Herr Kortner, wer ist eigentlich Ihr liebster Schauspieler gewesen? Oder von wem haben Sie am meisten gelernt? Wer war Ihr Gott, Ihr Star, also Ihr Held? Also Bassermann. Ja, als Bub der Kainz. Und dann als reiferer Mensch der Bassermann, nicht? So wie zum Beispiel Bassermann sehr oft uns erzählt hat, wie er immer nach Wien oder irgendwo hingefahren ist, um den Mitterwurzer zu sehen. Den Friedrich Mitterwurzer. Noch als er im großen Erfolg war. Schon ein bedeutender Schauspieler war. Er hat sich sehr vom Mitterwurzer beeinflussen lassen, wissentlich. Ja. Herr Kortner, Sie sind immer als ein Denkender, als ein politisch engagierter Schauspieler und Regisseur gewertet worden. Halten Sie heute das sogenannte politische Theater noch für möglich? Halten Sie das primärpolitische Theater überhaupt für wünschenswert oder durchführbar, wie es in 20er Jahren noch versucht wurde? Also Sie meinen etwa so wie das Tollersche Theater? Ja, Stücke, das heißt ein Stück, das sich für die Abschaffung irgendeines Paragraphen einsetzt oder ein für die Änderung irgendeiner gesellschaftlichen Situation. Missstandes. Rückstandes. Ja. Ich glaube, dass dieses Theater überlebt ist. Ich glaube, dass es auch nichts bewirkt hat. Nicht? Ich glaube auch nicht, dass die Brecht-Stücke in diese Kategorie gehören. Ich glaube, dass sie also wirkliche Dichtung sind, die ja also darauf ist, nicht was die menschliche Situation, wie alle großen Klassiker, nicht wahr, zu verändern. Aber nicht im Sinne einer politischen Idee. Wie Kabale und Liebe von Schiller Kabale auch etwas Liebe, ändern wollte. Ja, wie auch Carlos. Ja. Nicht? Also Sie meinen, dass das politische Theater heute in dieser Form nicht mehr praktikabel ist? Ja, also ich würde zum Beispiel kein solches Stück inszenieren wollen. Sie inszenieren in letzter Zeit sehr viele Klassiker. Sie sind fast geradezu ein Klassikerregisseur geworden. Wenn ich hier von Berlin sprechen darf, ich habe, seit ich den großen Hamlet von Ihnen im Schillertheater gesehen habe, keinen großen Shakespeare von Belang überhaupt in Berlin mehr gesehen. Ist das eine Art Nothilfe? Ist das eine Art Ausweichen gewesen, weil es keine Gegenwartstücke gab? Oder wollen Sie der große Klassikerregisseur sein? Trifft beides zu. Also es fehlen die wirklichen großen Stücke und die großen modernen Stücke, nicht wahr, sind sehr schnell vom Chef selber okkupiert, nicht wahr? Und natürlich ein Mann, der so spät Regisseur geworden ist wie ich. Sie haben ja erst angefangen, Regie zu führen, als Sie zurückkamen aus Amerika. Ja, 1958. Ja, also 56 Jahre. 40. Ja, also ich bin ein sozusagen Regieanfänger. Also ich möchte natürlich gewisse Stücke unbedingt machen, klassische, nicht wahr? Also im Wettlauf mit dem Alter. Ja. Nicht? Und daher
wenn immer man mich lässt, nicht, mache ich gerne einen großen Shakespeare oder einen großen Klassiker. Aber ich weiß nicht, ich habe Godot gemacht und mache jetzt ein modernes Stück, nicht wahr? Es ist also nicht etwa eine Antipathie gegen die Moderne. Nein, wir sind dankbar, dass wir Sie haben, denn es gibt ja wirklich sehr wenige Regisseure heute in Deutschland, die sich einen großen Shakespeare oder einen großen Klassiker zutrauen und zutrauen dürften. Herr Kortner, es wird gesagt, damit im Zusammenhang, das Publikum sei müde, es sei unerregbarer, als es früher war. Es nehme das Theater als eine Art Museum an, mit einem Art Bildungsflegma heutzutage hin. Sie haben, Sie selber, bei vielen großen Erfolgen es ja auch immer wieder verstanden, Proteste und Theaterschlachten hervorzurufen, ja, selbst ja, heute. Ja, ja. Ist das Publikum Ihrer Meinung nach wirklich so unberührbar, wie immer gesagt wird? Naja, also das Publikum wird nicht so scharf attackiert, als wir es damals zu tun pflegten. Sie brüskierten es vorsätzlich damals? Nein, nicht vorsätzlich, nein. Aber wenn man also, wenn man den Barlach zum ersten Mal spielte, so war die Tatsache, nicht wahr, dieser Darstellungsstil, diese Sprache, war schon in sich ein Schock, nicht? Nun hat sich das Publikum an diese Sprache und an diesen Stil etwas gewöhnt und das Publikum hat auch heute andere Sorgen. Ich meine, das Theater ist nicht mehr so im Zentrum des Interesses, als es einst war, wie es einst war. Ich bitte Sie, hier in Berlin staune ich darüber, dass die Menschen noch so viel Interesse am Theater haben, als sie es tatsächlich haben, nicht? Sie meinen, dass die Politik, dass die äußeren Dinge... Ja, also ich meine, die Mauer, ja, nicht so, also lässt sich an der Mauer schwerer Interesse fürs Theater erregen als ohne Mauer und ohne unmittelbare und direkte Gefährdung. Ohne Zweifel. Und vielleicht war das auch ein Irrtum der immer gerühmten 20er Jahre, dass sie das Theater etwas zu ernst genommen hat. Oder die Künste so ernst genommen hat und darüber manches vergessen. Nicht? Wir hatten also über das Theater die Realität vergessen, oft. Auch die politische Realität. Ja. Nicht? Herr Kortner, Sie haben Ihre Memoiren geschrieben, Aller Tage Abend, ein Buch, das eine ganze Zeit und eine ganze Theaterepoche umfasst. Ihr Schauspielerschicksal und dabei immer noch so viel mehr. Das Buch hatte großen Erfolg. Werden Sie weiterschreiben wollen? Wollen bestimmt und ich tue es auch und ich bin dabei, ein zweites Buch zu schreiben, nicht wahr? Und ja, also ich versuche mich in allen Arten des Schreibens. Sie wissen ja, ich habe schon mal ein Stück geschrieben. Und, sind Sie an einem neuen Stück dran? Ist das möglich? Ja. Zu erfahren? Ja. Schreiben Sie in einem solchen Stück auch, würden Sie eine Rolle für sich selber hineinschreiben? Nein, denken nein, Sie daran nein, nicht? Nein. Ich schreibe überhaupt nicht vorsätzlich für irgendjemanden. Nicht wahr? Herr Kortner, es steht uns bevor, oder wir sind an einem hohen Geburtstag, sehen Sie, feiern. Wenn Sie nun zwei Wünsche an das Schicksal frei hätten, an eine gute Fee, was würden Sie am liebsten noch alles inszenieren und was würden Sie selber am liebsten noch spielen wollen? Ja, also ich möchte sicherlich gerne noch den Faust 2 machen. Ich möchte also Macbeth machen. Es besteht eine begründete Hoffnung, dass ich es machen darf hier am Schillertheater. Wenn ich überhaupt noch spiele, dann würde ich gerne den Lear spielen. Haben Sie den Lear überhaupt schon je gespielt? Nur im Rundfunk. Ja. Dann ist es wirklich an der Zeit, dass Sie ihn bald spielen, Herr Kortner. Ja, also, ob das geschehen wird, das ist also tatsächlich eine etwas bange Frage ans Schicksal. Ich bin sicher, es geschieht. Vielen Dank, Herr Kortner.